Und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Everspace 2. Hier auf dem Kanal für Let's Survival. Wir spielen immer noch Everspace 2 an. Ich hatte gerade Aufnahme gestartet und vergessen, dass ich den Ton anmachen muss, weil wir heute ja gestreamt haben. Und danach mache ich immer den Ton so aus. Deswegen habe ich jetzt gerade gegen drei Schiffe gekämpft. Habe dann natürlich vergessen, wie gesagt, dass der Ton an ist. Und deswegen habt ihr nichts, hättet ihr eh nichts gehört. Aber ich habe jetzt einen Blaster gefunden in Lila, der ist aber Level 3. Das heißt, wir müssen erstmal Level 3 werden. Wir sind noch Level 1. Und wir haben jetzt hier eine Scatter Gun. Eine Scatter Gun. Das ist quasi dasselbe, was wir haben, oder? Das macht Kinetik DPS und Energie DPS. Das hat Kinetik DPS und Energie DPS. Dann können wir die, glaube ich, mit der austauschen, ne? Mhm. So, dann gucken wir mal. Das, die Scatter. Ups. Die Scatter ist eine Shotgun. Okay. Wollen wir jetzt nicht. Das hier ist dann eine Blasterkanone. Die macht Energieschaden. Das wäre dann quasi für die Waffe hier ganz cool. Genau. Okay, wir gehen mal zu diesen diesen Rettungspots. So. Logbook. This war is over. You are on your own now. Yeah, thanks you privileged bastards. The Oklo blub station. You can so don't expect us to play by the rules. All the scrap is ours now. Looks like the pilot never made it back to his freighter. It may still even be there. Okay. Wir haben jetzt hier eine Mission bekommen. The Undead Ship. Und zwar ist die im System Ket Seto und dort müssen wir das dann quasi sammeln. Okay. Wir sind quasi in Seto Outer Rim, Seto System. Und das sollte hier theoretisch dann zu finden sein. Also die Mission. So, Seto Outer Rim. Das wäre dann hier im System Seto, ne? Hier, das ist das. Okay. Und da ist dann auch die Missions zu sehen. Der Undead Ship da hinten, okay. Alles klar, das ist das Seto-System. Und hier gibt es dann auch andere Missionen. Okay, das ist klar. Hier wird die Mission angezeigt, die es dann da gibt. Gut, wissen. Gut zu wissen. Wir wollen auf jeden Fall. Also dahin müssten wir ja. Flying Duchess. Aber ich möchte gern noch ein bisschen was erkunden gehen. Wir hier zurechtkommen. Also da ist der Wicked Asteroid. Das holen wir uns jetzt nochmal schnell. Das haben wir ja schon mal in letzter Folge gemacht. Hier anfangen. Sehr schön. So, ist ein bisschen tricky zu sehen, wo halt was ist. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und da sind wir letztes Mal gestorben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Eine Asteroidenstation.
Da sind Schiffe. So, Ulti haben wir aufgeladen, das kennen wir ja schon. Der hinter mir hat mich überrascht. So, die 5, ne? Da gibt's ein Schild. Ich gibt's ein besseres Schild. Mal gucken. Schild mit 9% mehr Kapazität. Okay. Container. In dem Container ist ein Copper-Ingot und ein Power-Cell. Da ist ein Container drin und da ist auch ein Container. Okay, gibt es denn hier sonst noch was? Nee, ne? Wir müssen aufpassen jetzt hier.
So, hier ist ein Athena Bypass drin und ein, irgendein Punkt. Okay. Und hier ist eine Gauss-Kanone drin. Macht auf jeden Fall Kinetik und Energieschaden. Das ist eigentlich eine sehr gute All-Around-Waffe, oder? Könnte ich eigentlich als Hauptwaffe nehmen und die dann als sekundäre Waffe? Glaube ich, ist eine gute Idee. Nein! Eieiei. Falsche Taste. Flieg mal weg. Das, denke ich mal, bringt nichts. So, dann gibt's das. Und wir haben Credits. Die Gauss-Kanone ist gar nicht so schlecht, ne? Container. Und wieder Credits. Und da ist jetzt noch ein Container drin. Da müssen wir mal rumfliegen. So. Ein Medium-Bot, da repariert ein bisschen mehr. Gut, dann haben wir das hier alles. Dann können wir ja. Dann können wir ja jetzt dahin fliegen. Da ist auch noch irgendwas. Guck mal. Wir sollten verkaufen gehen, oder? Ist der Distractor hidden in that giant shipwreck surrounded by mines? I do remember a wreck, but it's been a while since we had the beanies out there. Okay, das sieht interessant aus hier.
Dark Matter. Ah, okay. Jetzt brauchen wir noch einen Power Core. Der ist dann da. Das ist ja cool. Das hat ja irgendwie was Cooles, muss ich sagen. Eine Flak. Okay. Die Flak ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Das ist noch eine Flak. Okay, sind wir aber voll. Jetzt haben wir zur Flying Dutch, oder? There's nothing inside the wreck. At least no distractor. It's really close though. But where? Cool. Oh, would you look at that? Customer or outlaw? Customer, I guess. But can't you be both? Not here at the Flying Duchess, you can't. I operate an honest business. I see. Say, you look like you could handle yourself very well in a situation. Are you up for some challenges? Hunting outlaws in a more creative way. I'll even throw in some reward for you. What do you say? Let me take a look. Da gibt es sogar Challenges, okay. Ich möchte erstmal Munition aufpimpen. So, dann hätte ich gerne mal den Shop gesehen. Also sie verkauft auch Dinge, sehr schön. Wir haben jetzt 864 Credits. Wir haben jetzt hier Dinge. Okay, bestimmte Geräte brauchen definitiv die Power Cells. Deswegen würde ich die mal behalten. Energy Charger, Charge Energy Fast. Okay, wenn ich irgendwie Energie brauche, dann kannst du das aufladen. Das hier können wir auf jeden Fall verkaufen. Das ist die sowas, was wir brauchen nicht. Das hier können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Und die kann ich eigentlich auch verkaufen, weil ich habe ja die hier. Die ist ja deutlich besser als die. Da kann ich auch die verkaufen. Genau. Ich muss jetzt immer ein bisschen ordnen. Nano-Injektor, Instant Repairs, 300 Hüllen, Hitpoints. Okay, das ist quasi auch sowas für hier oben. Quasi ein bisschen besser. Copper Ingot. Das sind quasi ja, das ist Kupfer. Energie Charger. Power Cell. Das ist Core Skill Almost. Das ist Ohr. Das behalte ich mal, das gebe ich zu Hause in unserer Base ab. Das auch. Wir wissen nicht, wann es brauchen.
Das da ist ein Bypass Software, ein Complete Part of Reliability Accord. Das werden wir auch behalten. Das werden wir alles behalten. Das ist quasi der Ingot, also verpackt, und das ist quasi Kopper-Rohr-Ohre-Roh. Das hier ist quasi auch Kopper, hier dieses hier, sowas ähnliches, nur halt roh. Das heißt, das muss man irgendwie noch veredeln. Okay. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Wir nehmen es mal mit. Gut, dann gucken wir mal. Das Schild. Haben wir hier vielleicht was Besseres? Ja, die hat nicht wirklich was, ne? Gut, mehr brauchen wir eigentlich nicht verkaufen. Wir haben jetzt hier Punkte bekommen. Da müssen wir mal gucken. Also wir haben jetzt hier gute noch nichts. Ja, Device Upgrade. Jetzt können wir quasi eines dieser Dinger hier upgraden. Ich würde sagen, wir upgraden den EMP-Generator, oder? Nee, warte mal. Device Upgrade 1. Also irgendwie kann ich jetzt was upgraden, ich weiß noch nicht was. Okay, also die Range. Aber man kann noch einzelne Dinge verbessern. Hier sieht man, was wir haben, was wir nicht haben. Wir haben die Credits. Also wir hätten die Credits, wir haben hier die, genau, also das, okay. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal zurück in die Station, damit hier alles das, was wir wollten, erkundet. Hier haben wir noch was. Manchmal schwer zu erkennen, wo was ist. Die sieht aus, als wenn sie sich wehren könnte. Gut, ich würde sagen, zurück. Haben wir alles gesammelt. Wird immer besser.
Map aufrufen. The Edge of the Universe, da ist noch eine Quest drin. Okay, da ist noch eine Quest drin, die müssen wir noch machen. Das speichert er, glaube ich, nochmal. Die Outlaw-Drohne ist quasi dann auch gleich Teil zu unserer Verbündeten. Und die wird jetzt gerade angegriffen von der Flying Dutch, okay. Ich glaube, da ist noch ein Bug. Railgun. Eine Gauss-Kanone. Problem ist, dass der Waymark-Tracker gar nicht funktioniert. Der ist da hinten, aber das sieht man nur ab und zu. Hätten wir das jetzt, ja? Verkaufen wir noch schnell die Gauss-Kanonen. Und die Blaster. Die Railgun, die ist ja nichts wert. Oh, die ist ja besser als meine. Okay. 4-6, 4-5. Okay. Gucken wir nochmal, ob die Mission hier ist. Ne, nur noch die Flying Dutches. Okay. Gut, dann fliegen wir nochmal hier hin.
finde, das Spiel macht's richtig voll Laune. How did you ever end up in a place like this? Originally, I was stationed in the Ethan system as part of our rear guard subunit. We did some scouting missions, but really not much else. How many were you? Around 12. Some died, some became outlaws. Two pals and I got out before the war got really ugly. This is where we ended up. Feels like the edge of the universe. It isn't, but if you squint, you can see it from here. Mal, da haben wir es gefunden. Bessere Sensoren. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann auf den Weg machen und noch andere Dinge finden. Restock, ja, ich muss die wieder auffüllen. Und Storage. Also Storage habe ich hier wohl genug Platz. Also verkaufen müssen wir auf jeden Fall. Und jetzt können wir nochmal schauen. Hangar. Gibt noch nichts zu machen, ne? Pyrox. Also ich habe jetzt irgendwie bei Ship. Haben wir hier Device Upgrades. Das, ach, das lockt man damit an. Ah, okay. Okay. The shields of affected targets take 12 damage per second. Das heißt, wenn ich mit diesem Bock jemanden treffe, dann verliert er auch Schildpunkte. Sehr schön. Auf jeden Fall brauche ich noch mal Panzerung irgendwann. Ah, Repair kann ich auf jeden Fall machen. Und das Iron kann ich jetzt auch machen. Den Traktorbeam würde ich gerne erhöhen. Gut, wir brauchen noch Credits und wir brauchen Iron. Gut. Also das finde ich eine gute Methode, um dieses Spiel, um Sachen zu sammeln. So, ich würde sagen, in der nächsten Mission liegt man hier hinter dem Planeten Rodia Orbit. Bis dann. Haut rein.